Hi. Ja, Mann. Na, alles gut? Ja, also wie war das? Du bist da hingefahren und du musst $600 zahlen, so? Nö. Ich habe Logan angerufen, gefragt, was er macht. Er sagte, er sei bei der Brücke. Ich sagte, ich sei Koks machen. Er sagte, ich schulde ihm $600. Jo. Du weißt wieso? Anscheinend muss ich ihm jetzt Geld, muss ich dem Platz Geld abdrücken, damit ich verarbeiten darf. Ja, muss anscheinend jetzt jeder so. Und anscheinend habe ich gemerkt, dass ich nur noch. Oh, jetzt habe ich $166. Ja, was hast du denn gemacht? Auto getuned. Ja, die wollen ja nur ein bisschen Kohle haben, so weil du so gesehen den ihren Schutz so hast. Ich weiß, nur das Ja. Problem, ich kann den Schutz gar nicht bezahlen. Ja, und wie wär's, du denkst mal nach so? Das wusste ich ja nicht. Jo, was? Jo, na, nee, Mann, was du noch für Sachen machen kannst, so. Ich wollte Steine machen, aber jetzt habe ich die Karre Nee, dumm. Mann, wie du ohne Kohle trotzdem deinen scheiß Koks machen kannst. Keine Ahnung. Ernsthaft nicht, Mann. Nein. Jo, du machst die Scheiße, fährst dahin, dann sagen die, jo, du musst uns Kohle zahlen, sagst du, jo, du hast nicht genug Kohle, du gibst ihnen dafür ein paar Koksdinger. Das wollten sie nicht. Das habe ich gefragt. Also so doof bin ich jetzt auch nicht. Alter, die wollen nicht mal dein Zeug? Nö. Ja, wenn du die Kohle nicht hast? Dann darf ich nicht weiter. Alter, dann habe ich eine andere Idee für dich. Ja. Ja, schau auf deine Karte so. Ja. Ja, und dann schwimmst du da einfach hin. Oh. Da haben sie aber gestern davon geredet. Meinten, so doof sind sie nicht mehr. Nicht mehr? Oh, shit, echt nicht? Oder war das vorgestern? Irgendwann haben Also sie haben das das Leute gesagt. gemacht? Keine Ahnung. Ich meinte, dann schwimme ich halt rüber. Und da meinten Ja. sie, nö. Alter, warum sagst du denn sowas? Du sagst zu den Leuten, die von dir Kohle wollen, jo, dann schwimme ich halt rüber? Ich hab's zu Logan gesagt. Ach, Sean. Was? Ja, hast du ein Jetski oder so? Nö. Ich habe einen BMW. Aber der schwimmt nicht. Jo, richtig, der schwimmt nicht. Hast du eventuell $600? Ja, habe ich. Würdest du mir die leihen? Jo. Ach, super. Ja, geil, oder? Kannst du das merken? Absolut. Wo ist Auf deine jeden ganze Fall. Kohle hin? Die sind BMW. Ich habe die Gänge getunt. Jetzt kommt er auf 290. Ja, ich hätte auch gerne Kohle von dir geliehen, aber du hast ja nichts, Mann. Wie viel brauchst du? Ja, 20.000? Oh, das habe ich nicht. Jo, echt? Nein. Sicher, Mann? Hast du schon nachgeschaut? Ja, also ich habe ein Auto, aber ich habe keine 20.000. Jo. Wo bist du denn? Am Flugplatz, willst du mich abholen? Ich komme dich abholen. Hi. Jo, was geht? Wenn du schon am Lachen bist, dann hast du wahrscheinlich gerade schon Telefonat mit Sean oder so. Jo. Was hat er wieder über mich gesagt? Jo, er hat gefragt, ob ich ihn $600 leihen kann, weil er die Scheiße nicht bezahlen kann, so. Aha. Ja, nehmt ihr nicht Koks oder so auch? Ne, wir wollen vorher direkt das Bare haben, so gesehen. Und Jo, dann, jo, aber wenn man euch direkt Koks gibt, weil man die Kohle nicht hat? macht ja keinen Sinn. Also wir haben ja keine Lust, das zu verarbeiten und dann noch zu verkaufen. Ja, wenn die verarbeiten und es euch dann geben, dann könnt ihr es verkaufen, so. In der Regel ist es so gehandhabt, dass die das so Geld vorher abgeben Oh sollen. Gott. Ja. Nee, nee, nicht deswegen. Ach Jo. so. Wenn das mal nicht fast gut Ist so gehandhabt. eingeparkt wäre. Ja. Alter, das wäre ohne Scheiß. Ja, fast Kennst du hättest du eine dieses zweite Platte beschissene gebraucht. Aquaplaning so? Ja, Nein. kenne ich. Ja, und nicht du. Ach so. Ja, ich weiß, ganz Alter, ehrlich, das woher soll ich hätte wissen, so mit wem du schief. Alter, redest? ich stand da. Ja, fast hättest du eine zweite Platte gebraucht. Alter, das hast du jetzt nicht gesagt, Mann. Nein. Steig ein. Du willst $600 von mir. Jetzt Das musst du, wäre die jo, jetzt nächste musst du Frage aussteigen, dich gewesen. hinknien und entschuldigen, so. Sonst kriegst du keine Kohle. Was? Ja, steig aus, knie hin und entschuldige dich. Ach, das war doch ein Glaube ich ja nicht, Spaß. dass ich jetzt sehen würde. Oh. Ja, ich höre, Mann.
Jetzt kommt wahrscheinlich, es tut es mir leid, tut liebe mir leid. Ja, runter auf den Boden. Der Boden ist nass. Ja, ich weiß, dass der Boden nass ist. Aber dann sind meine... Okay, Moment. Alter, oh, du hast mir nicht leid. Die Hose ausgezogen. Ja, ist okay, Alter. Und zieh dich wieder an. Okay. Alles klar, läuft bei euch. Er hatte Angst, dass seine Hose nass wird. Okay. Jetzt sind meine Knie nass. Versteh schon. Ja. Können wir einsteigen? Mhm. Man sagt das nie wieder, Mann. Oh, übrigens. Was? Ja, warte. Ach Gott, ich hab noch ein paar Stück. Alter, stopp, warte. Nein. Alter. Ich fahre. Ich hab die Kupplung gemacht. So, jetzt, ich bin gerade kurz am Telefonieren. So, jetzt musst du warten, so. Jo, du bist doch eh noch beim Kokain, oder? Logan? Ja. Ja, dann fahren wir da jetzt eh hin. Viel bessere Musik, oder nicht, Mann? Meine gefällt mir besser. Jo, ist klar, ey. Hi, Logan. Jo, was geht, Mann? Hi. Jo. Hi. Ja, ich muss dir die Kohle für den Sean geben. Alles klar. 600? Ja, 600. Ja. Oh, Logan, komm mal. Seit wann kommt das Stöckchen zum Hund? Komm du doch her. Nee. Das ist ja, was geht, Mann? Du hier stehst. Was geht? Alter, das musst du dir echt anschauen. Ja. Ohne Scheiß. Ich wusste nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, was denn? Ab jetzt erkennt mich jeder. Wow. Digga, dein Herz. Ich wollte eigentlich. Was hat er jetzt gesagt? Schau mal das Kennzeichen, Bruder. Ich wollte eigentlich nicht Portal hinschreiben, aber auch das wollten die nicht. Mach mal kurz den Portal, bitte. Ja, wollte gerade sagen, mach den mal. Nee, ich habe 50 Dollar dabei. Oh Mann. Ey. Achso, ihr wollt gar nicht den arbeiten? Doch, die haben mir schon Geld gegeben. Ja. Wie viel? 100.000? Nee, 600. Allein fürs Kennzeichen müsste ich dich eigentlich nicht durchfahren lassen, ne? Das stimmt auch wieder. Gib mir die 600 zurück. Nee, kannst ruhig machen. Ja, schon, the stage is yours. Ah. Aber da ist ein bisschen voll. Ja, musst du. Wird gerade freigemacht, weil eine Humule kommt, also passt schon. Ach. Ja, wenn du schnell bist und gleich wieder zu ist, dann musst du warten. Was? Ja, dann auf, beeil dich, Mann. Was immer so, weißt du, immer wenn du richtig stehst, merkst du, wenn dein Tor aufgeht, weißt du? Ah. So. Aha. Oh, ich muss los. Aha. Ja. Ria, willst du mit? Hope. Nee, du kannst selber. Alter. Arbeiten. Ria Hope. Ria Hope. Ria Hope. Ja, gut, Ria, oder? Hope. Alle Ria Hope. Alle Hop Hop. Dann halt. Weil mal der erklären, was das für ein Vollidiot ist. Ja, keine Ahnung, irgendein Freund von denen. Oh, jetzt hat er noch ein Auto mitgenommen. Nice. Oh, das wird Lee freuen. Mich würde es nicht wundern, wenn Lee gleich so vor ihm steht. Ja. Oder so. Ja, ist halt so ein Schauen, ne? Wird schon schief gehen. Schauen das Schaf, ey. No? Ja. Schauen den Schaf. Ja, was? Was für ein Geld. Ja, das, was ich gerade von ihm gekriegt habe. Ja, also, von ihr? Ja, gib ruhig. Ihr ja, müde, oder wie? Hey, Hope. Ja? Nix. Ich wusste das von vornherein. Ich auch. Ja, und Jay, brauchst du ein Pflaster oder so? Nee, warum? Ja, du brauchst immer eins. Stimmt, ich brauch wirklich eins. Ja, komm her. Warum weißt du das? Ja, weil du immer eins brauchst, Mann. Ich hab sogar welche für dich dabei. Boah. Jay, nie wieder ein Pflaster! Oh, mal mit deiner Display. Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Du musst ihr eine Frage stellen. Guten Tag, die Dame. Alter, au. Hope, brauchst du ein Pflaster? Halt's Maul. Können wir ganz kurz einen Schritt zur Seite gehen? Oh, das Land tut auch weh. Oh Mann, ey.
Was tut Ihnen denn weh, die Dame? Ja, der Kopf. Der Kopf. Dann gucke ich mir einmal. Ist es auch nicht. Ja, dann hör auf zu lachen. An hier. Ich lache nicht, ich weine. Ja. Ja, dröhnt das nur oder haben Sie Wenn du gleich noch fester drauf drückst, kriege ich meinen Kopfschmerzen noch doller, ey. Dann platzt die Kopf. Ja. Aber es dröhnt nur, Sie haben keinen stechenden Schmerz? Nee. Wieso, blutig oder so? Nee, ich sehe kein Blut, deswegen frage ich. Okay, ich habe schon wieder falschen Gedanken, ich gehe hoch. Alter. Oh Mann, ey. Alter Jay. Komm bitte auch nicht mehr runter. Wieder einmal nochmal die Frage, haben Sie dröhnen oder stechenden Kopfschmerz? Dröhnen. Ja, das heißt, Sie haben nur einen relativ großen Schlag auf den Kopf bekommen. Möchten Sie noch irgendwelche Schmerzmittel haben? Ja, das wäre vielleicht nicht verkehrt so. Gut, dann gucke ich mal. Das ist aber das Mindeste. Ja, das kriegen wir hin. Dann kommen Sie einmal mit zum RTW. Ich musste so schnell runterreden. Ich habe oben noch welche bei. Jo. Und dann gebe ich Ihnen noch. Ja, alles klar. Irgendwie sieht auch super aus. Hallo. Haben Sie irgendwelche Allergien gegen irgendwas oder haben Sie irgendeine Unverträglichkeit? Vargas und Azekas. Shadow, was ist das denn das? Also nichts Gelbes und nichts Türkisenes, das wäre cool so. Das sind unsere Schmerzmittel nicht. Gut, dann gebe ich Ihnen mal eine, machen wir gleich zwei Aspirin mit. Sollte es noch schlimmer werden, können Sie einnehmen. Ich gebe mir noch was zu trinken dazu. Das runternehmen. Runterspülen können. Ja, danke, Mann. Haben Sie sonst noch irgendwelche Beschwerden? Ist Ihnen schwindelig oder sonstiges? Ja, noch mega Kopfschmerzen. Okay. Dann sollte das eigentlich mit den Aspirin besser werden. Sollte sich da noch verschlechtern, melden Sie sich einfach im Krankenhaus. Dann müssen wir da vielleicht doch nochmal drüber gucken. Ja. Nicht, dass Sie denn doch irgendwelches. Ja, ich bin damit auch eh nochmal da. Okay. Dann, ja, wenn es bis dahin, also na gut, bis dahin sollten Sie sich schon gemeldet haben, sollte es nicht besser werden. Ja, alles klar. Das wäre, glaube ich, sonst ein bisschen zu spät. Gut, dann kommt noch einmal der unangenehme Teil. Ich muss Ihnen noch eine Rechnung ausstellen. Ja, wie viel? Einmal $500. Jo. Soll ich die zahlen? Nee, alles cool. So. Vielen Dank. Kein Ding. Dann kriegen Sie hier nur den Beleg. Schön. Jo. Und wenn was ist, dann melden Sie sich einfach nur. Ja, mache ich. Alles eine klar. Gute Besserung. Und ich weiß zwar nicht, was ich hier mache, aber viel Spaß dabei. Ja, eigentlich ist das hier gar nicht so gefährlich, ich weiß auch nicht. Ja, ich sehe hier nur ziemlich viele Autos und das beunruhigt mich ein bisschen. So von der Masse her. Unsere Autos lernen ja alle gerne fliegen. Jo. Alles klar, danke, Mann. Ich wünsche Ihnen noch was. Jo, man sieht sich so. Bestimmt. Jo, danke, Mann, fürs Oberteil. Alter. Dafür nicht. Jo, hier. Und ich habe hier irgendwo überall Äste. Ja. Das muss da immer wieder sein, ne? Ja, ich nehme mal so eine komische Aspirin da. Mach das. Ach ja. Ja, Sean, hast du auch gesagt, dass wir im Meeting sind? Ja. Yep. Hast du ihn vermisst, oder was? Nee. Aber er hat mich zugespammt mit Treffen, wann, wo? Packt Colin immer so an der Wand? Nee. Alles gut? Jo. Okay. Ich hab Werkzeug dabei. Okay. Wow. Alter.
Weißt du, Sophie ist frei, Mann. Und du nimmst genau die eine Parklücke da. Brauchst du Werkzeug? Alles gut. Okay. Kannst du ihn so reparieren, so? Schon? Ich kann. Ob du reparieren kannst? Absolut, ich bin der Meister der Reparaturen. Okay, ja. Schau. Da. Was da? Mein BMW? Ja, steig mal ein, so. Mach mal ein Licht aus. Ja, wie viel Kohle hast du jetzt gemacht, so? Ja, wie viel Kohle du gemacht hast? Puh, jetzt bin ich bei etwa 3000. Ich gebe dir gleich noch deine 600 zurück. Ja, das ging ja schnell, Mann. Ja, ja. Wie viel hast du denn da immer rausbekommen, so? Auf einmal, was war das? 2300. Sowas. Alter, wie viel stopfst du denn da rein? Gut. Ich hab zweimal Ruf an, wenn was ist. Je 32 gehabt. Shit, Alter. Ja. Ja. Auch nicht schlecht. Was wir jetzt anstellen. Bis dann. Ciao. Ja, und du willst noch Steine machen, oder was? Colin. Ich will nur noch Steine machen. Jo. Ich hab keinen Plan, ich hab halt keinen Bock hier so, wie gesagt, der grüne quatscht mich da so behindert an auf dem Feld. Ich hab auf jeden Fall keinen Bock irgendwie in den grünen oder gelben oder was weiß ich, das Kohle abzudrücken, ne? So, wenn man das normal klärt, dann ist das nochmal was anderes, ne? Aber so wie der sich da heute aufgeführt hat. Ja. Naja, also, so wie ich das gerade verstanden habe, wollte die am Feld 400 Dollar abdrücken oder so, also abziehen und dann nochmal beim Verarbeiter? Ja, weißt du, komm, der kam zu mir erstmal mit einer Knarre in der Hand, ne? Das ist natürlich schon mal sympathisch auf 10. Ne? Geil, jo, oder? Auf jeden. Als wenn man mit dir nicht normal reden kann, ja? Ja, und dann kam er halt zu mir und sagte, ob ich schon Geld abgedrückt hätte. Dann sag ich, was für Geld abgedrückt? Ich wusste gar nichts davon, ne? Ja. Dann sagte er, hat er mir das so erklärt, sagte so, die Gangs haben jetzt die Route in der Hand und so. Also ich sag, okay, alles kein Thema, ne? Dann sag ich, wie viel willst du haben? Ja, 400. Ich sag, ja, geht klar, ne? Und dann meinte er aber im Nachzug auch direkt zu mir, dass es sein kann, dass ich am Verarbeiter auch nochmal zahlen müsste, weil da eine andere Gang steht oder so. Wow. Okay. Das Ding ist, wann war das? Heute Nachmittag. So um 18:20, 18:30. Okay, warte, ich mach mal einen kurzen Anruf tätigen. Es war genau derselbe Pisser, der mir schon mal Tankstellenverbot gegeben hat, weil das ihre Tankstelle ist oder so eine Kacke. Alter. Kurze Frage. Seid ihr seit ca. 18.20 Uhr um meiner Coca-Brücke? Naja, weil es irgendwie scheinbar gewisse Kommunikationsschwierigkeiten und Differenzen auch noch mit der Grove gibt, scheinbar. Ja, aber das war früher, ne? So wie mir das gerade zu Ohren kommt, ist es so, dass die wohl schon am Feld irgendwie 400 Dollar oder so oder 500 Dollar abzwacken und dann am Verarbeiter das Gleiche nochmal. Das ist ja eigentlich nicht so besprochen worden. Okay. Okay. Ich meine, du bist hier so mit deiner Taschenlampe rum. Jo, die habe ich geschenkt bekommen. Gut, alles klar. Na, cool. Das war's. Von deinem Kopf, was? So. Jo, was los mit dir ist? Bleib mal stehen, ey. Ich muss mir nur die Beine vertreten. Wegen Schau? Ja. Das ist die Kopf. Hast du irgendwie einen Spinnermagnet an dir oder was? Ja, wegen dem anderen? Was ist denn das für ein Vogel, ey? Alter, wir brauchen Leute. Das sind genau die richtigen, ey. Ja, wenn das welche sind, die Sachen ausführen können, so? Oh, Colin, ey. Ja, dann habe ich einen Vogel, einen besonderen und einen aggressiven. Ja, das passt doch. Was? Frag nicht. Frag einfach nicht. Ach, Colin ist etwas gereizt heute. Ja, ein bisschen so. Kann ich kaum verstehen. Ich auch nicht. Und ich lege euch alle so eine Leine an und dann passt das schon. Vergiss es. Ja, außer dir. Irgendwie. Was ist jetzt? Ja, was? Ich muss mal, glaube ich, meine Brille putzen. Ich sehe, ich höre die Stimme, aber ich sehe ihn irgendwie nicht. Alter. Ja, hast du doch noch irgendwo Drogen hergefunden? Alter, nee. Er meint nicht dich. Aha. Dich sehe ich besonderer schon. Hey, jo, das gefällt mir. Der Typ kennt ihn seit 5 Minuten. Ja, der Typ ist cool. Ich hab ihm gesagt, dass er halt besonders ist, so. Den behalten wir. Wen?
Den da. Wieso? Alter, das ist kein Haustier. Das weiß ich. Ach, Jo? Ja. Eine Frage noch, Alter, tu mir einen Gefallen, Mann. Mensch, ey. Ich schlaf beim Reden nicht ein. Das ist wie dieser Taxifahrer, erinnerst du dich? Jo. Alter. Also, was? So, jetzt von vorne, ohne irgendwie Pause und zu stottern oder sonst was, weiß ich. Darf ich mich vorher umgucken, bevor ich hier irgendwelche komischen Sachen von mir gebe? Ja, guck dich gerne um. Jo. Aber ja. Erst umschauen und dann anfangen. Okay. Wir können auch gerne darüber gehen. Kein Ding. Mir geht's nur darum, dass... okay. So, gibt's hier irgendwie Möglichkeiten, an eine Knappe ranzukommen? Jo. Ammunition so. Ganz Waffen kaufen. Die hab ich ignoriert. Der wollte mir nur einen Schraubenschlüssel anbieten. Dem habe ich ihm fast über den Schädel gezogen, als er mir das Ding in die Hand drücken wollte. Jo. Hola. Jo, was geht denn? Was geht ab? Boah. Wie ich wie sehe... Krasse Typen hier, hä? Alter, hast du irgendein Problem oder so? Kannst du dich wieder verpissen? Willst du irgendwas oder so? Der eine, was ist denn mit dir? Was bist du denn so anti? Alter, hau einfach ab. Ja, was ist mit dir? Ja, du stellst dich hier rein und labst irgendeine Scheiße, ist mir scheißegal, geh wieder. Oh. Hä? Wurde lange nicht mehr hier Gigi oder was? Wenn du der einzigste Mann auf diesem Planeten wäre, dann wäre das so und dann hätte ich auch keinen Bock drauf. Futter. Halt's Maul und hau ab, Mann. Wie bitte? Kannst du das nochmal bitte wiederholen? Ja, kann sein, dass sie vielleicht gewisse Differenzen hat, ja? Ja, aber du quatscht hier einfach so in die Runde rein und bist auch noch so ein bisschen pampig. Ist auch nicht ganz cool, oder? Hat er nicht gesagt. Ja, dann ist ja gut. Ob ich mich boxen will? Willst du dich jetzt ernsthaft wegen dieser Sache boxen, oder was? Ja. Was hat der Typ denn jetzt damit zu tun? Ja, das ist mein Training. Das ist sein Training. Guck mal, ja, dann könnt ihr euch ja gegenseitig in die Fresse hauen. Ich guck mir das an für $500. Easy. Ja, aber ich hau jetzt hier keinen aus dem Maul. Ja, ja, ist okay. Vor allem auch nicht dem Typen, der hier irgendwie gar nichts... Ja, ja, komm. Okay, ist okay. Ja, ist okay. Kümmer ist dich um deine Puta und alles gut. Alter, halt's Maul, noch einmal Puta und dann knallst du dir eine. Darf ich deinen Taser kurz benutzen, Logan? Ich hätte mal interessiert, was der jetzt überhaupt wollte, Mann. Ja, ja, wahrscheinlich irgendwas wegen seinem Boxding. Ist mir scheißegal, was der wollte. Wusa. Ja, was? Ich habe gerade so eine gemeine Idee, aber ich glaube, dann kommen Alter, wir zurück. Ist... Ah, alles klar. Wo ist der andere? Keine Ahnung. Vollsprint weg. Alter, ich habe gerade auf mein Handy geschaut, so. Oh, nee, ey. Der Typ hatte letztes Mal schon so eine große Fresse beim H&M, Alter. Darf ich mal eine richtige Schauenaktion starten? Ich kenne den nicht. Alter, was ist denn eine richtige Schauenaktion? Was war das für eine Karre? Keine Ahnung. Was weiß ich? Ein schwarzes Auto. Keine Ahnung. Ah, oh, verdammt. Okay, dann erzähle ich nächstes Mal, was eine Schauenaktion ist. Jo, sag doch. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Erzähl jetzt, Alter. Oh, das wäre so super gewesen. Aber das Problem ist, ich habe die Karre nur. Ich habe die Dings-Karre nicht. Ja, okay. Was wäre, wenn es ein Audi T wäre oder so ein Scheiß? Nee, zwar irgendwie wäre es auch ein gemeiner Move. Oh, nee, ist gut. Ich überrasche euch das nächste Mal. Der lockt die Affen mit den Bananen aus dem Urwald, ey. Ich überrasche euch das nächste Mal. Ja, du überraschst uns. Ja. Ich mag aber nicht überrascht werden. Überraschen sie jeden Tag, Alter. Dann locke ich euch mit der Banane. Geh noch kurz zur Apotheke. Viel Spaß. Jo. Na? Ja, wo sind die anderen? Logan ist zur Hut, soll ich dich hinfahren? Nee, Mann, wo sind die anderen?
Colin ist Penn. Alter, echt jetzt? Ja. Zumindest meint er, schaut sich noch ein bisschen um und dann geht er Penn. Ja, lass fahren, komm her. Ich fahr. Ja, und was ist der andere Typ? Ja, wo ist denn der andere grüne Typ da? Der ist auch plötzlich gegangen. Alter. Ja, du hast eine Waffe und alles, oder? Ja, warum? Ja, nur so, man sollte immer Waffen bei sich tragen. Warum? Einfach so. Alles gut wegen diesem gelben Schwachmaten vorher. Ja. Alles cool. Wohin? Ja, was? Wohin fährst du? Die Gegend. Ja, weißt du noch, war der andere auch gelb, Mann? Oder war der komplett weiß? Welcher? Der vorhin dabei war. Der neben ihm war weiß. Ja, oder? Der hatte gar nichts an. Nee, der hatte keine Farbe so. Ich weiß jetzt die Schuhe nicht, ob er ja ein Läufer war, aber ich glaube, das war ein Kollege. Ja, das war irgendwie so ein Boxding. Natürlich kann ich ihn nicht killen. Ich will ihn ja auch nicht killen. Jetzt interpretiert nicht so viel rein. Lull. Für eine Hinrichtung reicht's nicht. Das macht gar keinen Sinn. Naja, wenn wir ihn finden, hat er zumindest mit mir ein Problem. Jo, mit dir? Hey, hallo, er hat dich Puta genannt. Jo, aber die sind zu zweit, ne? Und das ist mir egal. Dann gibt's zwei durchlöcherte Köpfe. Ja, deswegen habe ich gedacht, Colin ist noch dabei, so. Du hast eine Waffe, ne? Ja, ich habe immer eine Waffe. Gut. Die Frage ist nur, welche Gang ist gerade beim Koks? Nicht Platz. Ja, das weiß ich. Also ich schaue jetzt einfach, dass die Roten irgendwie alle in die Hut sind. Naja, das weiß ich auch schon. Oh. Hatte eine SMS so. Nee, trotzdem nicht alle. Ja, was geht, Mann? Was geht? Ja, nee, keine Ahnung. Ja. Was ist? Alles cool, ich warte ja wegen dem Auto. Was? Ich warte hier wegen dem Auto so. Kann man euch helfen? Ja, ich habe noch was mit dem Gelben da zu klären. Wenn ihr fertig seid. Louis? Okay. Was hast du mit mir zu klären, hä? Alter, was ist mit dir los? Mit der Waffe in der Hand willst du was mit mir klären, oder was? Welche Waffe in der... Und sagst du, du willst was mit mir klären? Yo, sorry, Mann, die Waffe ist schon drinne. Mein Kollege auch direkt zurück. Alter! Knall ich euch ab. Da war eine Waffe dabei. Sorry. Zu ihr. Alter, sofort. Alter, siehst du noch eine Waffe in der Hand, Mann? Alter, siehst du eine Waffe in der Hand? Pack dein Handy weg, oder ich knall dich ab. Ich bin dran. Entspann dich. Alter, siehst du eine Waffe in der Hand? Du hattest eine Waffe in der Hand und meintest, du willst was mit mir klären. Was willst du klären? Jo, ich wollte eigentlich eine Taschenlampe rausholen. Soll ich dir zeigen? Du hast eine Waffe in der Hand, ist mir scheißegal, was du eigentlich machen wolltest. Alter, jetzt nimm deine scheiß Pistole da runter. Komm mal ein bisschen runter.
Werf deine Waffe auf den Boden, habe ich gesagt. Alter, ich werf keine Waffe auf den Boden. Schon? Alles okay, klar, warte. Alter, wir sind zu zweit, hey. Also leg du deine scheiß Waffe auf den Boden, sonst... Halt die Fresse, Alter.